Bowsers Festung befindet sich nicht mehr in der Luft. Durch die Wegstrahlattacke von der Penhenne wurde der Schutzschild von Bowsers Festung zerstört. Jetzt kommen wir auch ins Innere von Bowsers Festung. Bowser, wo bist du? Zeig dich. Antasma, du auch. Hä? Was sind denn das für Gestalten auf dem Touchscreen? Ach was, ich bin der Meinung, dass ja dieses Gesicht auf dem Touchscreen so aussieht wie das Gesicht von Gecko Moria. Kennt ihr Gecko Moria von One Piece? Ist ja krass. Okay, die Melodie ist ziemlich, ja, düster. Okay. Ah, das fühlt sich so toll an. Wer ist denn das? Naja, die Festung ist abgestürzt. Aber Bowser hat das anscheinend absolut nicht aus der Ruhe gebracht. Ist ja auch egal. An diesen Ranken abzuhängen ist einfach super. Langsam löst sich sogar meine Verspannung. Frage mich allerdings, was das für Ranken sind. Ich meine, sie sind fantastisch und so, aber trotzdem, irgendwie sehen sie giftig aus. Stimmt, mir kommen sie auch verdächtig vor. Da fragt man sich doch glatt, was für eine Energie durch diese Ranken fließt, kommt mir auch komisch vor. Vergiss es, wir sind einfache Schergen am Ende der Befehlskette. Da gibt's eine Menge Sachen, die wir gar nicht wissen müssen. Ha, genau, nix als einfache Schergen. Die Elite-Garde fehlt mir allerdings schon ein bisschen. War eine gute Zeit. Mario, Eindringlinge in der Festung. Skandal! Hört mal, wir wischen hier zwar nur den Boden, aber heute wischen wir ihn mit euch. Was, wollt ihr kämpfen oder was? Alles klar, Männer, es ist soweit. Zeit für die Spezialattacke. Schneller! Hä? Taktischer! Rückzug! Ah, ach was! Hä, wie sollen wir denn da rüberkommen? Ich sollte unsere Feinde nicht bewundern, aber diese Geschwindigkeit ist schon beeindruckend. Jetzt, da wir innerhalb der Mauern sind, werden wir sicher auch auf viele Wachen treffen. Mario, Luigi, tief durchatmen. Findet euer inneres Gleichgewicht. Okay, Leute. Was ich eben gerade sagen wollte, ist, dass wir hier insgesamt 18 Bohnen finden können. Das bedeutet, wir sollten auch gleich von Anfang an ordentlich den Boden absuchen. Vielleicht gibt es ja hier Bohnenlöcher, zum Beispiel hier in so einem Bereich. Wobei, kann man überhaupt hier unter die Erde? Hey, nee, das geht nicht, das geht nicht. Das geht nicht so, Leute. Gut, was haben wir hier auf der rechten Seite? Ein Speicherblock. Nee, das geht nicht. Wir haben gerade erst angefangen. Was steht hier? Shergen, um den Käfigschalter zu aktivieren, müsst ihr wirklich hochspringen. Aber lasst den Käfig nicht offen, sonst wird Bowser schrecklich wütend. Ah, okay, alles klar. Gut, ich denke, dass wir hier mit der Prallballattacke arbeiten müssen. So, rauf da. Kommen wir da rauf. Hallo? Jawoll! So ist das richtig, Leute. Okay, was gibt es hier auf der linken Seite? Hallo? Ist hier jemand? Keiner zu Hause? Okay, dann verlassen wir diesen Bereich. Wobei, diese Ranken schauen wir uns nochmal an. Jetzt muss ich ein wenig an Voltrian denken. Das Pokémon aus der 7. Gen. Uiuiui, Gecko Moria, Voltrian. Kancha, was ist hier los? Seid herzlich willkommen in Bowsers neuer Festung. Kamek, was geht, ey? Altes Haus. Und ihr seid wirklich den ganzen Weg hierher gekommen, nur um kräftig versohlt zu werden? Na gut, na gut. Wie ihr die Festung auf den Boden gezwungen habt, war schon beeindruckend. Aber nur ein Glückstreffer. Und bald werdet ihr merken, dass sich eure Situation dadurch nicht wirklich verbessert hat. Ein Attackenfragment, okay. Dabei muss es sich auf jeden Fall um eine neue Attacke für Luigi handeln. Was? Okay. Hoppla, ich fürchte, mir sind die Wege von Raum zu Raum ein wenig durcheinander geraten. Jetzt müsst ihr wohl für den Rest eurer erbärmlichen Tage hier herumwandern. Creech, Kamek, folge mir. Ey, Antasma. Was ist denn das? Ein Traumportal? Ich bin der Einzige, der euch den Weg nach draußen zeigen kann, aber ihr werdet mich nicht fangen. Denkt hier drinnen einfach mal darüber nach, ob es wirklich klug war, König Bowsers Zorn auf euch zu ziehen. Ey Kollege, ja Prinzessin Peach, was denkst du denn von uns? Natürlich kümmern wir uns hier um Bowser.
Und schon ist dieser Besenheini in die Traumwelt abgehauen. Wir müssen irgendwie versuchen, diese Traumzone da zu erreichen. Wenn Luigi sich dort schlafen legt, dann können wir Kamek erwischen. Davor sollten wir aber irgendwie diesen Käfig aus dem Weg räumen. Ich wette, hier gibt es irgendwo einen Schalter. Okay, warum wird uns dieser Eingang gezeigt? Okay, wir schauen uns erstmal auf ganz entspannt um. Diesmal ist hier kein Bumerangbruder, sondern ein Feuerbruder. Okay, von hier aus geht's auch weiter. Wir schauen uns erstmal hier um, Leute. Okay, Kamek, ey. Wieso können wir da durch? Ich will mal kurz etwas ausprobieren. Nein, Luigi, nein. Du hast dich treffen lassen. Okay, Leute. Hier müsste auch der finale Kampf stattfinden, denke ich mal. Jetzt ist nur die Frage, wie lange wir brauchen werden, ne? Das ist die Frage. Feuerbruder, reicht das aus? Nee, reicht nicht aus. Oh. Nein. Oh nein, Münze. Nehmen wir. Ist ja geil. Wartet mal, wo ist der große Feuerball? Hä, da war doch so ein riesiger Feuerball. Ich würde mal sagen, wir bekämpfen diese Gegner mit einer Paarattacke. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass das viel zu lang dauert, wenn wir diese Gegner einzeln bekämpfen. So, ihr kommt mit Feuerbällen an. Okay, dann tun wir das auch. Auf einmal kriegen sie keinen Damage ab. Komm schon, gebt euer Bestes. Mist. Mich gerade ablenken lassen. In meiner eigenen Gedankenwelt. Wie zäh ist denn der linke Feuerbruder? Sind die alle so drauf? Ach ja, Leute, wir haben eine neue Traumattacke erlernt. Ich würde mal sagen, diese setzen wir in einem anderen Kampf ein. Erstmal machen wir hier weiter mit den altbekannten paar Attacken. Habe ich schon das Wort weiter erwähnt? Ich habe eben gerade das Gefühl, dass ich weiter nicht gesagt habe. Ich habe eben gerade gedacht, dass ich das Wort schon mitten im Satz gesagt habe. Oder ich habe das eben gerade vergessen, am Ende zu erwähnen. Ich bin so verplant. Bam, Junge, aber wohin? Wohin schießt du? Ein One-Up-Pilz-Deluxe. Ah, da ist der Feuerball. Was war denn das für eine Attacke? Ich habe mich die ganze Zeit gewundert, hä, wo bleibt denn der Feuerball? Okay, gut, jetzt haben wir erstmal hier Ruhe. Wartet mal. Können wir denn noch durch diesen Eingang gehen? Hä? Richtig strange. Mit welchem Eingang wollen wir denn anfangen? Ich kann mich gerade nicht entscheiden. Okay, von hier aus sollten wir mit der Wirbelsprungattacke arbeiten. Ui, können uns die Feuerbälle treffen? Wisst ihr was, Leute? Am besten gehen wir erstmal durch die Eingänge, die nicht so komisch beleuchtet werden durch diese komischen Strahlen wie von Kamek. Ja. Ich wollte gerade sagen, erzeugt worden sind. Da. Wie nennt man das? Na, ich sag mal so, Kamek hat ja gerade Strahlen abgeschossen. Und das sind doch diese komischen Strahlen. Die kennt man auch aus den anderen Super Mario Spielen. So, gehen wir hier erstmal rein. Hier sollte, denke ich mal, ein Schalter sein. Und ein Attackenfragment und ein Feuerbruder, der uns gleich zu Beginn trifft. Mist, ey. Ich hab's nicht hingekriegt, den Erstangriff zu starten. Ah, cool, das sind jetzt nur zwei Feuerbrüder. Gut. Reicht diese paar Attacke aus? 66. 95. 118. Okay. Komm schon. Bam, Junge. Geh down. Jawohl, jetzt haben wir beide Symbole am Start. Sehr, sehr gut. Also, mit diesen Orden werde ich jetzt erstmal weiterhin arbeiten. Diese Orden gefallen mir. Was ist denn das? Da, gefunden. Das muss der richtige Schalter sein. Aber diese Mauer ist viel zu hoch. Da kommen wir echt nicht an. Wir müssen versuchen, einen Weg von der anderen Seite her zu finden. Und los. Wollen wir jetzt diesen Schalter nicht aktivieren? Also wir kommen da echt nicht hoch, auch nicht mal mit der Prallballattacke. Wir kommen da echt nicht hoch. Wieso sind da jetzt Dreiecke?
bei den anderen Eingängen. Ach Mist, ey. Wo kommt der denn her? Was ist denn das für einer? Hä? Ist das so ein Fake-Antasma oder was? Reicht das, wenn wir... Ah, schaut mal, wie der Gegner heißt. Flamm-Antasma-Ton. Okay, Ton für Automat, sagen wir mal. Antasma, ja, eine Fake... eine Kopie von Antasma und Flamm. Höchstwahrscheinlich kann dieser Typ hier mit Feuer schießen. Exzellent! Jawohl. Nein, zu früh. Ey, ist das Super Mario Bros. Oder was? Oh, ich dachte schon, er kann auch wieder noch... er kann wieder nach hinten. Das wäre ungefährlich. Ich sollte mal demnächst Mario einen Superpilz geben. Das ist ja heftig. Wie viele Kraftpunkte wir schon verloren haben. So, nochmal exzellent. Reicht das aus? Ja, das reicht aus. Okay. Gut. 400 Erfahrungspunkte gehen an Luigi. Ja, Luigi ist jetzt auch kurz davor, das nächste Level zu erreichen. In diesem Part sollten wir das eigentlich hinkriegen. Es sei denn, wir treffen keine Gegner. Krass, krass, krass. So, jetzt gehen wir mal hier rein. Was haben wir hier? Hä? Ach, jetzt verstehe ich das, glaube ich. Wenn man durch die Eingänge geht, die voll mit diesen Strahlen sind, dann kommt man an einer Stelle heraus, an der man schon gewesen war. Oder gewesen ist. Boah, ich muss hier ein bisschen klarkommen, Leute. Hä, da ist ja ein Fragezeichenblock. Oder allgemein ein Block. Was ist denn da? Ach was. Okay. Können wir jetzt durch diese Eingänge gehen, ohne dass wir uns verirren am Ende des Tages? Oder wie sieht's aus? Okay, wir machen das mal. Da ist schon wieder so ein Gegner. Und er hat uns getroffen. Mist, diesmal sind es zwei. Aber gut, dass uns keine Kraftpunkte abgezogen werden, wenn wir von einer ersten... Wenn wir halt als erstes attackiert werden. Greife alle Gegner mit ausgerüstetem Hammer an. Ich würde mal sagen, diese Attacke probieren wir aus. Ich habe es bis jetzt noch nicht ausprobiert. Mal gucken, wie ich mich anstellen werde. Ja, diese Attacke haben wir als Belohnung bekommen, dafür, dass wir alle Kissos befreit haben. So, das ist das Weckei, oder wie? Hä? Hä, ich verstehe das gar nicht. Hä? Ich habe doch gar nichts gemacht. Oder reicht es, wenn man die Attacke einfach nur einsetzt? Ey, ey! Das war zu heftig gerade. Oh, ich muss Mario definitiv einen Pilz geben. Nein, warum? Ich wollte eine Paar-Attacke einsetzen. Nein, Mario könnte K.O. gehen. Ja, Mario könnte K.O. gehen. Nein. Vielleicht geschieht das auch nicht. So, reicht das jetzt? Also ich muss erstmal hier... definitiv klarkommen, Leute. Irgendwie bin ich gerade ein bisschen, ja, verwirrt. Also, wir sind fürs Erste hier drin gefangen. Laut Kamek. Aber, wieso gibt es jetzt grüne Dreiecke? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir versuchen sollten, durch diese Eingänge zu gehen. Ist hier ein Attackenfragment? Oh, da ist ein Feuerbruder. Erstmal gibt es einen Pilz. Schnell ins Menü. Schnell, 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 schnell. Oh ja, genau. Wir haben genügend Pilze am Stessel. Darüber sollten wir uns keine großartigen Gedanken machen oder sorgen. So, du bekommst einen Ultrapilz. Superpilz bekommst du auch auf ganz entspannt. Du bekommst auch einen Superpilz. Noch einen. Okay, das reicht. Brüderpunkte braucht ihr im Moment nicht. Ach ja, stimmt, Leute. Wir haben ja in der letzten Folge alle Bohnenlöcher auch gesammelt. Und ich habe voll verplant, am Ende der Folge die Bohnen zu vergeben. Das mache ich mal kurz. Tempobohne. Und die Bartbohne. Okay, alles klar. Gut, raus hier. Was
So, was haben wir hier? Ein weiterer Eingang. Da ist ein Feuerbruder. Um den kümmern wir uns gleich. Erstmal schauen wir uns hier um. Hier. Was ist denn das für eine Platte? Hier irgendwas. Hä? Wieso kann ich denn hier unter die Erde? Soll ich mich da verstecken oder wie? Oh, hier ist ein Attackenfragment. Super. Das erste Attackenfragment. Sehr schön. Okay, ich bin schon ziemlich gespannt, um was für eine Attacke es sich hierbei handeln wird. Ich bin mir absolut sicher, dass es sich hier um eine Luigi-Attacke handelt, da Mario alle Attacken jetzt gelernt hat in der Traumwelt. Beziehungsweise wir benötigen noch eine Traumattacke. Oh nee. Nee, Traumattacken benötigen wir auch nicht mehr. Die letzte Traumattacke, die wir erlernt haben, war Traumtaifun. Oh, was ist hier? Ah, okay. Aha, okay. Ah, vielleicht ist das richtig, was ich hier die ganze Zeit mache. Ich hoffe. Hm. Und diesen Schalter, ja. Irgendwie müssen wir es hinkriegen, diesen Schalter zu aktivieren. Irgendwo hier war doch so ein Feuerbruder. Den bekämpfen wir kurz. Ich meine, das sollten wir tun, Leute, damit wir so viele Erfahrungspunkte wie möglich kriegen. Es kann sein, dass dieser Part etwas länger wird, Leute. Weil ich habe jetzt keine Lust, den nächsten Part so zu gestalten, beziehungsweise den Anfang, so wie der Part jetzt abläuft. Ich möchte auf jeden Fall erstmal den Sachverhalt nochmal hier komplett verstehen, damit wir halt schneller vorankommen und uns nicht die ganze Zeit im Kreis drehen oder gewisse Sachen wiederholen müssen. Jawoll! So 30, 40 Minuten. Und dieser Feuerball, ey. Kann ich den nicht abwehren irgendwie? Nachdem ich den Gegner KO'd hab. Ja, geht. Jawohl. Okay, die Möglichkeit hat man. Das ist super. 1404 Erfahrungspunkte hat Mario gerade bekommen. 1170 Erfahrungspunkte gehen an Luigi. So, da ist auch das nächste Level ab, Leute. Nice. Das 36. Level. So, um welchen Wert wollen wir uns dieses Mal kümmern? Ich würde mal sagen, ich kümmere mich hier um diesen Wert. Jawohl, 5 Punkte. Das war auch das Ziel. Okay, von hier aus geht's auch weiter. So wie es aussieht, gibt es auch nichts mehr hier, wonach wir suchen sollten. Oder irgendetwas, was uns interessiert. Wieder so ein Gegner, okay. Sind wir wieder am Anfang? Ja, also ganz ehrlich, das ist richtig strange hier. Das ist strange hier. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Gegner immer wieder neu erscheinen, wenn wir den Raum noch einmal betreten. Was ist, wenn ich hier durchgehe? Bin ich wieder am Anfang? Wenn ja, dann ist das gut, weil da wollte ich jetzt sein. Heftig, was ist da? Was ist das denn für ein Spiel? Wobei, wie wäre es, wenn ich dieses Mal von hier ausgehe? Ah, okay, ich glaube, ich verstehe das jetzt. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier durchgehe, komme ich auf der anderen Seite raus, da wo das andere grüne Dreieck ist. Alles klar, langsam verstehe ich das. Okay, gut. Ah, so können wir wiederum die anderen Wege erreichen. Okay. So, gut. Ich glaube, diesen Part werde ich mir gleich nochmal anschauen, bevor ich den nächsten Part aufnehme. Wenn ich jetzt hier durchgehe... Wartet mal. Nee, genau. Stimmt. Genau, wir müssen auf die linke Seite gehen, da wo sich das Dreiecksymbol befindet. Weil wir sollten ja von einer... Also, wir waren ja eben oben links. Da war ja ein Schalter. Und Glitzerstern meinte ja, dass wir es versuchen sollten, von der anderen Seite dahin zu kommen. Und da hier so ein Dreieck ist, sollten wir doch da unten rauskommen. Nee. Doch nicht. Hallo? Ey, was soll denn das? Ich möchte gerne auf die andere Seite. Mist, ey, wie komme ich da hin? Hier ist der Schalter.
glaube, das wird heftig hier. In Bowsers Festung. Nee, da war ich doch schon eben. Genau. Oh, Mist. Leute, ich glaube, der ein oder andere hat das schon gecheckt. Ich habe hier gerade überhaupt keine Ahnung, was ich mache. Aber hier sind doch noch zwei Möglichkeiten, voranzukommen. Will ich hier durch oder? Ich gehe mal auf die rechte Seite. Den Gegner bekämpfe ich erstmal nicht. Ich möchte schon hier gerne vorankommen. Ich meine, das geht ja auch auf die Zeit, ständig gegen die Gegner zu kämpfen. Ich glaube, ich habe etwas hier nicht verstanden. Nee, ich habe es wirklich nicht verstanden. Ich drehe mich nur im Kreis. Mehr ist das nicht. Kann man sie nicht Hilfe holen? Ich glaube, ich mache das sogar so, dass ich jetzt schon mal einen Cut mache. Ich meine, wir haben ja dennoch hier gewisse Sachen erlebt. Wir haben uns die Festung angeschaut, haben auch ja, mit den Schergen gesprochen. Kamek haben wir auch getroffen, Antasma auch. Ich mache mich mal ein bisschen schlau, Leute. Ich schaue mir nochmal in Ruhe das Video an. Weil wenn ich jetzt weiter aufnehmen werde, dann werde ich höchstwahrscheinlich jetzt so weiter umherirren. Und davon habt ihr nichts. Sowas tut mir auch nicht gut. Also ich würde mich ja auch gegenüber den Zuschauern dann nicht gut fühlen. Wisst ihr, was ich meine? Lieber mache ich einen Cut. Überlege 20 Minuten oder 15 Minuten und dann fange ich wieder mit der Aufnahme an und dabei kommt dann hoffentlich auch etwas Gutes raus. Danke fürs Einschalten, Leute. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Macht es gut und tschüssi, Leute.